So, wir sitzen jetzt in einem Hümer. Das ist die Hümer 60 Edition. Und den haben wir hier auch auf dem Platz gesehen und haben gedacht, den gucken wir uns mal an. Ist ein sehr schönes Auto, hat Vor- und Nachteile und weitere Angaben, Preis, Länge, wissen wir noch gar nicht. Ich versuche das heute noch rauszufinden und das vielleicht dann unten drunter zu schreiben. Aber trotzdem wollen wir euch dieses Auto einfach mal zeigen. Also, jetzt sitzen wir ja in der, ich glaube, der Herr Wendisch würde sagen, Lounge. Und ja, wir haben so eine kleine Eckbank und da finde ich schon mal, die ist eigentlich relativ unnötig, weil, also hier bis hierhin kann ich den Tisch ziehen, weiter geht's nicht. Und dann wird es dann doch, also schon mit meiner Statur, dann doch recht eng. Also es geht, wenn ein schmales Persönchen hier noch dran sitzt, aber wenn da noch einer sitzt und hier einer sitzt, das wird dann doch zu eng. Deswegen finde ich das eigentlich, braucht man eigentlich nicht die Ecke. Also Tisch ist natürlich verstellbar. Ja, und dann werden wir mal jetzt uns das Auto ein bisschen näher anschauen. Wie ihr seht, haben wir schon mal hier einen relativ großen Fernseher, den man dann nach außen rausschieben kann. Und dann werde ich mal mich in das Innere weiterbegeben. So, jetzt stehe ich hier in der Küche. Das Auto hat übrigens 30.000 Kilometer drauf, also es ist ein Gebrauchtwagen, aber noch sehr gut erhalten. Hier oben haben wir natürlich auch richtig schön Stauraum. Ja, und dann halt wie immer so, ne? Waschbecken, 3-Flammenherd, sehr große Schubladen mit Softeinzug. Also da ist viel Platz, allerdings schreiben sie hier schon, sehe ich, 15 Kilo Höchstgewicht. So, das Dekor finde ich total schön. Das ist Holz, also Holzoptik. Ich weiß gar nicht, was es für ein Holz ist. Ups, jetzt geht hier auf einmal die Lampe an. Geht es automatisch? Ich bin jetzt einfach hier, ich habe das Auto gestreichelt und die Lampen gehen hier an. Das ist ja auch interessant. Ja, also ein sehr schönes Dekor, wie gesagt. Hell und Holz finde ich immer eine sehr gut gelungene Geschichte, auch mit dem Grau dann noch dazu. Das sieht sehr schick und sehr edel aus. Also richtig toll gemacht. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie jetzt die Lampen angegangen sind. Nein, es geht nicht mehr aus. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, hier ist der Kühlschrank. Mit Gefrierfach. Auch relativ groß. Schöner Kühlschrank. Dann haben wir hier das Bad. Da muss der Michi immer rumkommen. Am Bad wurde ein bisschen vom Platz her gespart. Weil hier haben wir Dusche und Toilette in einem. Das ist immer nicht so mein Geschmack, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auf der anderen Seite, wir duschen relativ selten auch bei uns im Wohnmobil, meistens doch auf den Campingplätzen, benutzen sie also doch recht wenig und von daher weiß ich nicht, ob so eine getrennte Dusche unbedingt notwendig ist. Es ist schön gehalten, sind auch Schränke drin. Und was ich ganz toll finde, wenn wir mal tauschen, ich gehe mal hier rein, komm du mal hier rum. Also erstmal hier ist Kosmetikschrank. Und was ich jetzt total cool finde, ist hier, dass man hier so ein Tischchen macht und dann kann man hier sich schön herrichten. Da hat man mal für uns Frauen mitgedacht. Das finde ich toll. Und zacki, klappst du dann einfach wieder ein und fertig. Finde ich cool. Aber ich muss mich jetzt mal auf diese Toilette setzen. Soll ich den Deckel lieber hoch machen, nicht, dass der knallt? So.
Doch, es geht. Ich habe erst gedacht, man sitzt hier durch das Brett hinten jetzt. Aber es geht, ist okay. So. Ja, also wie gesagt, das ist 2 in 1, 2 in 1. Dusche und Toilette in einem. Das ist ein kleiner Nachteil, finde ich. So, und hier hinten. So, und hier hinten sitze ich gerade im Bett. Im Schlaf gemacht. Das ist auch so gehalten wie viele Wohnmobile. Wenn ich jetzt unterm Fenster sitze, kann ich meinen Kopf ausstrecken. Ansonsten Dong nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Also hier natürlich auch schöne Schränke, die tief sind. Ablageflächen hier und hier. Auch nochmal recht tief liegende Schränke. Ja, und dann so wie bei den meisten Wohnmobilen kann man das natürlich hier ausfahren, das Bett, beziehungsweise man legt hier die Holzvorrichtung rein und legt dann die Matratze drauf und dann hat man halt hier nochmal eine Liegewiese sozusagen. Das gibt es ja jetzt mittlerweile überall, das müssen wir ja nicht erklären. Ich will nur mal gucken, aha, ja, Froli-System ist schon eingebaut. Das ist gut, also das kann man, wir können es auch wirklich nur empfehlen, würde für uns auch ohne Froli gar nicht mehr in Frage kommen. Es hat sich wirklich bestens bewahrheitet. Ein sehr großer Kleiderschrank. Hier auch nochmal. Und dann haben wir hier einen Schuhschrank. Hier ist Elektronik unten drunter. Die Tanks. Und dann haben wir hier unten noch ein Fach. Ja. Ah, Ventilator, das finde ich auch gut. Das ist super. Ventilator mit eingebaut. Gefällt mir. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie ich das Licht hier auskriege. Simsalabim. Hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das angemacht habe. Aha, da war's. Hier. Hier bin ich gegengekommen. Also da sieht man schon mal. Das geht sehr schnell an, muss man sagen. Aber sieht schön aus. Also super aus. So, und das ist jetzt hier vorne der Fahrerhaus. Und das ist immer beim Integrierten sehr schön, finde ich, weil das ja so großzügig ist und man sehr viel Freiraum irgendwo hat. Andere sagen natürlich immer, es ist verschenkter Raum. Aber wenn man hier vorne sitzt und auch fährt, das ist halt natürlich ein unheimlich angenehmes Ambiente. Das hat schon was. Also ich finde das schon toll. Und dann hat man auch immer noch mal hier so Staumöglichkeiten an der Seite. Und hier ist auch immer viel Platz. Das fand ich damals auch toll, wo wir auf den Lofoten waren, wo wir den Integrierten geliehen hatten, dass man hier unheimlich viel hinlegen konnte während des Fahrens. Fand ich toll. Also mir hat das schon gut gefallen. Und hier ist nochmal so ein Verdunklungssystem. Das fand ich auch eigentlich ganz gut. Richtig dicker Stoff. Und dann kann man das hier einfach vorschieben. Und dann sind das hier Magnete. Und fertig. Allerdings muss man jetzt sagen, was ich jetzt sehe, dass das nicht richtig abdunkelt, ne? Also es ist so ein bisschen Licht, lässt es durch hier. Ansonsten ist das eine schöne und qualitativ gute Sache, muss ich sagen. Also vorne hat der Rollo. Die fährt man dann raus. Da wir jetzt nicht wissen, wie das geht, lassen wir das. Aber auf jeden Fall hat er Rollos. Also schön freizügig das Auto hier vorne. Also das ist schon toll.
Hier hat man übrigens auch nochmal die Möglichkeit, den Tisch zu verlängern. Habe ich gerade gesehen. Finde ich auch gut. Hat man nochmal Ablagefläche. Ja, also. Hupelt hatte ich noch vergessen. Ich ziehe das jetzt einfach mal ein Stückchen runter, weil man müsste jetzt die Sitze erst nach vorne klappen, um es ganz runter zu fahren. Und ja, das machen wir jetzt nicht. Wir zeigen es euch einfach mal so. Also ist recht groß, wirklich für zwei Personen. Also dicke, dicke ausreichend. So, hier nochmal ein Blick in die Garage. Hier liegt einiges rum. Da ist der neue Tisch, weil der Tisch, der drin ist, haben wir schon gesehen, der hat eine kleine Delle. Da liegt schon der neue Tisch. Oh, relativ große Garage. Also hier passen auch auf jeden Fall Fahrräder rein. Aber der hat auch noch mal draußen. Was ich hier noch mal zeigen wollte, was ich auch toll finde, ist, dass der so Fächer hat hier, wo man mal sowas reinstellen kann. Das finde ich gut. Ja, und Fahrradträger hat er trotzdem draußen noch mal dran. Also, obwohl man auch drin, wie gesagt, gut Fahrräder lagern könnte.